Hallo Internet und willkommen zur neuesten Episode von meinem Let's Play Batman Arkham Asylum. In der letzten Episode sind wir ein bisschen durch die Anstalt geirrt, haben einige Scharfschützen ausgeschaltet, haben etwas mehr über Amadeus Arkham erfahren und sind jetzt in die Villa eingedrungen. Natürlich ist das eine Falle und Joker möchte nur, dass wir hier reingehen. Aber hey, wir wären nicht Batman, wenn wir nicht so todesmutig wären und uns der Gefahr stellen würden. Was soll das denn heißen? Du hast mich gehört. Also auch echt geil, dass die halt die Schlägertypen unter sich, wenn die sich halt immer unterhalten, das ist ganz geil, wie eben gerade, dass ich ja vorher, haben sie ja hier rumgepöbelt und meint, ja Batman, du kommst nicht rein, verpiss dich. Und jetzt reden sie hier so großkotzig, das ist herrlich. Ob es dem einen gut geht? Er kriegt gerade von Batman die Fresse poliert. Also wahrscheinlich nein, es geht ihm nicht gut. So, schauen wir uns hier um. Haha, ein Lüftungsschacht, den wir zerstören können. Nein, du sollst den Lüftungsschacht zerstören. Lass deiner Wut freien Lauf, Batman! Wer gönnt den Lüftungsschacht? Gut, weiter geht's. Und natürlich ist diese Tür zu, das wäre ja auch sonst viel zu einfach gewesen. Natürlich muss die Tür verschlossen sein, ansonsten hätte Batman ja jetzt keine weitere Möglichkeit, die Lüftungsschächte kaputt zu machen. Woinks. Haha, und natürlich können wir auch wieder unser Mega Batman Explosiv Gillette Gel benutzen. Und wieder ein Stern für Amadeus Arkham. Ich ging wieder zur Arbeit, aber ich konnte die Bilder nicht aus dem Gedächtnis verbannen. Ich hätte Abscheu empfinden müssen. Aber ich war mehr denn je begierig zu erfahren, warum jemand so etwas tun würde. Ja. Die Aussage lassen wir einfach mal so stehen. Plumps. Ist Joker mit einem kleinen Update für euch alle. Zuerst die gute Nachricht. Ihr habt doch gegangen. Ich muss diese Aufzeichnung vor Joker melden. Kommt schon, sucht weiter. Joker will, dass die Aufzeichnungen gefunden werden. Sucht überall. Preis, hä? Der letzte Preis, den er verteilte, kostete meinem Kumpel seine Beine. Joker hat sich stundenlang totgelacht. Tja, ich denke, da crashen wir jetzt einfach mal diese schöne Papierparty. Das ist blöd. Muap! Bam! Er ist hier! Oh Gott, ich freue mich gleich schon, wenn die alle erstmal K.O. sind, zu gucken,
wie viele Geschwister wir hier wieder haben. Da musst du mich schon. Schlag mich härter, ja, das gefällt mir. Du wirst auf dem Boden liegen und bluten. Aber wenn das so das Zeug ist, auf das ihr Leute steht, warum nicht? Au. Das sehe ich aber doch ganz schön. Es sind halt echt viele. Aber nicht genug für Batman. So. Schauen wir uns die Burschen mal an. Ah, jetzt sind sie wenigstens so schlau und haben sich geschminkt, sodass man nicht mehr ganz so einfach erkennen kann, ob sie miteinander verwandt sind. Ah, clever, Rocksteady, clever. I see what you did there. Also zunächst einmal ist hier eine Trophäe drin, das sehe ich doch schon direkt. Und zum anderen denke ich, dass das hier ein Riddler-Rätsel ist. Vielleicht auch doch nicht. Aber eigentlich... Na, seht ihr nicht noch Zähnchen? Egal, Hauptsache erstmal den Lüftungsschacht rausreißen hier. Auch bei einer, ja. Wow, das hat sie jetzt echt gebracht. Aber natürlich musste Batman seine Sucht nach Spielzeugzähnen und dem Herausreißen von Luftschachtgittern befriedigen. Kein Objekt geortet? Jetzt im Ernst? Merkwürdig. Wirklich arg merkwürdig. Na gut, dann suchen wir jetzt endlich mal hier die Dokumente. Auch nett, dass hier so ein... Ja, ich sag mal... Polizist, Einfänger, Wegsperrer des Monats Preises hängt. Hier Commissioner Gordon. Moment, was war das Riddler-Rätsel gerade? Stellst du dich der Herausforderung? Vogel im Regen. Ja, Vogel. Welcher Batman-Schurke hatte etwas mit Vögeln zu tun? Richtig, der Pinguin. Und wenn wir uns das hier ansehen, sehen wir die Regenschirme und einen Zylinder vom Pinguin. Und ich denke mal, das scanne ich mal. Leicht, oder? Und jetzt haben wir die Charakterbiografie von Oswald Cobblepot bekommen. Der Pinguin ist einer der ältesten Feinde des Dunklen Ritters. Der exzentrische Superschurke und bekennende Vogelfreund ist für seine Regenschirme und zwielichtigen Geschäfte gleichermaßen bekannt. Die beliebte Iceberg Lounge von Gotham dient Cobblepot als Fassade für zahlreiche illegale Geldgeschäfte, die nachhaltig zur Finanzierung der städtischen Unterwelt beitragen.
Trotz seiner geringen Größe ist der Pinguin ein gerissener Gegner, in dessen Regenschirmen zahlreiche tödliche Pfaffen, tödliche Pfaffen! Oh, Domine Christi, Domine Spiriti Sancti! Oh nein, ein verdammter Pfaffe! Nein, Waffe natürlich! Und andere Überraschungen schlummern. Er ist Berufsverbrecher, oder? Nein, er ist Restaurantbesitzer und Gangster! Warum ist er nicht Berufsverbrecher? Das ist doch... Ich verstehe das nicht. Oswald Chesterfield Cobblepot. Chesterfield, das ist ein schöner Name. Ich denke, ich werde mein Kind auch mal Chesterfield kommen. Nennen. Chesterfield, komm essen! Fischstäbchen sind fertig! Naja. Kriminelles Finanzgenie, Nahkampfexperte. Ja, man sollte es aufgrund von seiner Statur nicht vermuten, aber tatsächlich kann der Pinguin ganz schön austeilen eigentlich. Getrieben von Wunsch, sich trotz seines lächerlichen Aussehens zu beweisen. Benutzt verschiedene auf Regenschirmen oder Vögeln basierende Waffen. Wäre natürlich auch meine erste Wahl. Oh, ein weiteres Upgrade verfügbar. Und wir nehmen... ja, besseres Timing-Dingsbums. Kritische Kombo. Ja, so macht man schnell kurzen Prozess mit den beiden. Liegt in den anderen Schaukästen noch irgendwas rum? Nee, ich glaube irgendwie nicht. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter in den nächsten Raum. Oh, hi. Hallo Jungs. Ganz alleine hier. Willkommen in der Bibliothek von Arkham. Geschichte ist so wichtig. Ein dramatisches Ereignis oder ein Mord da. Natürlich ist das eine Falle, aber wir haben ja jetzt nicht wirklich eine andere Wahl. Aus vielleicht erst nochmal so ein paar Gitter kaputt zu machen! Nein, aber natürlich gehen wir gleich noch runter. Na, hier ist nichts. Ih, wer ist denn hier reingekrabbelt? Und verreckt. Bestimmt der Hausmeister! Das war Scruffy. So. Ah ja, nach unten hat er gesagt. Ist hier unten? Oder ist, anscheinend nicht. Du verlässt die Party schon so früh? Was ist mit den anderen Gästen? Sie werden einfach sterben, wenn du nicht auftauchst und sie rettest. Das wollen wir natürlich nicht. Wie frustrierend. Du hast
hast gedacht, das würde leicht werden, oder? Hast du heute Nacht nichts gelernt? In 2 Minuten wird sich der Saal mit Lachgas füllen. Das Publikum wird in Ekstase geraten und dann sterben. Yo, das ist jetzt irgendwie blöd. Das noch mal. Hier. Ah, wir müssen uns beeilen. Okay, yeah. Batman, es wäre jetzt echt ein guter Zeitpunkt, mal hier so eine Rettung zu finden. Für die armen Schweine. Weißt du noch die ganze? Für sie leben jetzt die letzten 60 Sekunden, nehmen sie sich ans Atmen erinnern. Ah, wir müssen uns beeilen. Natürlich, was auch sonst. Dumm. Danke, Batman. Sind Sie alle weg? Ja, Sie sind in Sicherheit. Was ist passiert? Es geschah alles so schnell. Einige Patienten sind reingestürmt und haben alles auseinandergenommen, als ob sie etwas suchten. Bill hat sich gewehrt, aber es waren zu viele. Sie haben Dr. Young mitgenommen. Sie kamen hier reingestürmt und sie sind hinterher. Es tut mir leid. Als ich zu mir kam, waren wir alle gefesselt. Doc Young war weg. Tja, dumm gelaufen. Do not open before April 1st, love, Joker. 3 kisses. Ärgerlich das Ganze. Denn wir sind noch kein Stück weiter. Also gehen wir erstmal wieder zurück. Das eigentlich für Statuen merke ich jetzt erst. Was ist hier los? Auf und davon! Ich weiß auch gar nicht, ob das richtig ist, was ich jetzt hier mache. Aber da war ja nichts mehr. Und die Minimap zeigt mir jetzt hier auch kein Ziel mehr an. Also gehe ich mal davon aus, dass ich einfach raus muss hier. Ja, ist es auch nicht. Tja, naja.
Jetzt sind wir wieder draußen. Eben gerade war das Rätsel Gothams großartigste Familie überragt die Stadt. Ich denke, dieses kleine Rätsel können wir noch schnell lösen. Und dann soll es das auch mal wieder mit dieser Episode gewesen sein. Eigentlich auch relativ einfach, denn ich habe es in einer der früheren Episoden schon gezeigt gehabt. Ich muss natürlich nur einen richtigen Blick jetzt darauf bekommen. Anstaltsleiter Joker würde gerne mitteilen, dass ab heute alle Aufseher in Arkham wegen finanzieller Einsparungen gefeuert sind. Na. Natürlich. Der Wayne Tower. Oh, jetzt kriegen wir erst die Charakterbiografie von Bruce Wayne. Als Kind wohlhabender Eltern verlebte Bruce Wayne eine idyllische Kindheit, die geprägt war vom starken Gerechtigkeitssinn seiner moralistischen und philanthropischen Eltern, Thomas und Martha. Nach der Ermordung seiner Eltern durch einen Straßenräuber schwor er an ihrem Grab, das Verbrechen in Gotham City fortan mit aller Härte zu bekämpfen. Er verließ Gotham, um seine mentalen und körperlichen Fähigkeiten in aller Welt zu stehlen und kehrte schließlich als dunkler Ritter in seine Heimatstadt zurück. CEO und Philanthrop. Aha. In körperlicher und mentaler Höchstform, Arsenal technischer Gadgets, Fahrzeuge und modernster Technologien. Erfinder, Detective, hochintelligent. Beherrscht zahlreiche Kampfkünste. Ausgebildeter Kriminologe. Abschluss in Naturwissenschaften. Computerexperte. Meister der Verkleidung. Fotografisches Gedächtnis. Ausgebildet in Tarnungs- und Spionagetechniken. Erfahrener Ausbruchkünstler. Ich finde es immer ganz lustig, wenn Leute sagen, ah, oh, Batman ist cool, weil der ist ja eigentlich ein normaler Mensch und haut trotzdem voll auf die Kacke. Also wenn ich das alles bin, was da steht, tut mir leid, aber nach meinem Verständnis ist man dann kein normaler Mensch mehr. Selbst wenn er keine Superkräfte hat. Aber gut. Das können wir auch ein andermal diskutieren. Damit beenden wir diese Episode. Ich schlage nochmal nach oder versuche mich zu erinnern, wo es jetzt eigentlich lang ging. Und ich sag erstmal bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.